Ja, hallo, mein Name ist Heike Büdicke. Ich bin Physiotherapeutin und Kneipp-Gesundheitstrainerin und ich zeige Ihnen jetzt, wie Sie ganz einfach einen Wadenwickel zu Hause sich selber machen können. Ja, was wir dafür benötigen, ist eine Schale mit kaltem Wasser, möglichst leitungskaltes Wasser, ein Löffel zum Umrühren und Luvus Heilerde Hautfein. Und ein Wickelset bestehend aus drei Lagen. Und zwar als erstes ein Leinentuch, ein Baumwolltuch und ein Moltontuch. Bei dem Baumwolltuch, dem Zwischentuch, ist wichtig, dass das etwas größer ist wie die anderen beiden Tücher, also wie das Innen- und Außentuch. Es sollte also diese beiden in etwa 2 cm überragen. Ja, dann bevor ich den Wickel anlege, lege ich alle Lagen so, dass die nachher gut um die Wade passen. Das heißt, ich mache mir einen Umschlag, weil die Wade ist nicht ganz so lang. Das bedeutet, ich mache einen Umschlag hier oben, circa 2 cm in diesem Fall, und dann lege ich das Innentuch auf die Hälfte zusammen und erstmal beiseite. Dann kommt das Zwischentuch mit dem Molton-Tuch in diesem Fall. Hier mache ich zuerst um den Molton-Tuch einen kleinen Umschlag und dann passe ich das Zwischentuch daran an und lege diese beiden auch jeweils auf die Hälfte zusammen. Ja. Dann mische ich in etwa auf 1 Liter Wasser oder 1,5 Liter Wasser eine Handvoll bzw. 1 bis 2 Handvoll Luvus Heilerde hinein. Verrühre das Ganze, damit sich die Heilerde gut verteilt. Und dann tauche ich das Innentuch, also das Leinentuch, in die Flüssigkeit ein, so dass ich das mit dem Lehmwasser gut vollsaugen kann. Prima. Dann darf die Patientin auch schon kommen. Damit ich gleich gut wickeln kann, lege ich Außen- und Zwischentuch jetzt an der Innenseite an. Ja, also zwischen Knöchel und unterem Kniebereich. Und ich achte darauf, dass die offene Seite meines Wickels nach außen liegt und die geschlossene Seite zur Wade angelegt ist. Dann dürfen Sie das Bein mal eben kurz anheben. Dankeschön. Auch noch mal eben kurz anheben. Jawohl. Ja, dann bringe ich den Wickel aus und lege ihn genauso an die Wade an. Also auch wieder die offene Seite hier nach außen und die geschlossene Seite zur Wade hin. Und Sie dürfen das Bein mal eben wieder anheben. Dann kann ich mir den Wickel da so unterdurchziehen. Jawohl. Und dann zügig gleich das Ganze mit der Zug- und Gegenzugtechnik an die Wade ranarbeiten, möglichst faltenfrei. Und dann einen Umschlag machen, sodass das Ganze hier ganz gut anliegt. Und die zweite Schicht wieder genauso um die Wade arbeiten, wieder mit der Zug-Gegenzug-Technik arbeiten, damit das gut anliegt jetzt.
wieder rüberziehen. Und dann zum Schluss folgt das Molton-Tuch. Auch das arbeite ich mit der Zug-Gegenzug-Technik genauso. Fest an die Wade, fest, aber nicht stramm. Jawohl, und dann fertig ist der Wadenwickel. Dann können Sie Ihr anderes Bein genau daneben legen. Und das ist jetzt eine wunderbare Sache, gerade bei venösen Stauungsödem, allen Arten von Krampfadern leiden. Gerade wenn es besonders warm ist, kann es sehr entlastend wirken auf die Beine. Ja, probieren Sie es mal aus. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Wickeln. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.